Wenn du mit Geschäftspartnern zusammen ein Unternehmen starten möchtest, dann ist die GbR eine unglaublich beliebte Rechtsform. GbR steht für Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und in diesem Video schauen wir uns einmal in der Überblick an, welche Steuerarten eigentlich so eine GbR zahlen muss und wie hoch die Steuerbelastung dabei ist. Und die beiden wichtigen Steuerarten, die du da kennen musst, sind einmal die Umsatzsteuer und die Gewerbesteuer. Und tatsächlich gibt es auch noch eine Regelung, die für dich wahnsinnig wichtig ist, in Bezug auf die, Gewinnsteuer, die Einkommensteuer oder die Körperschaftssteuer. Das ist nämlich bei der GbR besonders geregelt. Aber gehen wir einfach mal die unterschiedlichen Steuerarten Schritt für Schritt gemeinsam durch. Als erstes kommen wir zu Umsatzsteuer. Umsatzsteuer ist umgangssprachlich bekannt als Mehrwertsteuer und du bzw. ihr als GbR seid auch umsatzsteuerpflichtig. Das sind in den meisten Fällen 19%. Für einige Leistungen gibt es tatsächlich einen ermäßigten Steuersatz von 7%. Und es gibt zum Beispiel bei Geschäften, internationalen Geschäften, weist man manchmal auch einfach gar keine Umsatzsteuer aus. Und diese Umsatzsteuer bekommst du dann zusammen mit dem eigentlichen Rechnungsbetrag überwiesen. Dir gehört aber natürlich nur der Nettobetrag. Das heißt, die Umsatzsteuer, die ausgewiesene Umsatzsteuer auf euren Rechnungen müsst ihr regelmäßig an das Finanzamt überweisen. Und das macht ihr im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung. Und in dieser Umsatzsteuervoranmeldung überweist ihr nicht einfach nur die von euren Kunden bekommene Umsatzsteuer, sondern ihr habt die Möglichkeit, die quasi auf der Kostenseite gezahlte Umsatzsteuer gegenzurechnen. Ganz einfaches Beispiel, wenn eure GbR für 2.000 Euro eine Rechnung schreibt, plus 19% Umsatzsteuer, sind 380 Euro. Ihr habt aber auch eine Ausgabe in Höhe von 1.000 Euro plus 19% Umsatzsteuer, dann rechnet ihr in der Umsatzsteuervoranmeldung 380 Euro, die Umsatzsteuer, die ihr von euren Kunden bekommen habt, minus 190 Euro, das ist die Vorsteuer, also die Umsatzsteuer, die ihr auf der Kostenseite getragen habt, ergibt 190 Euro. Diese 190 Euro zahlt ihr dann im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt. Und die Frequenz, wie oft ihr so eine Umsatzsteuervoranmeldung machen müsst, ist abhängig von dem Umsatzsteuerbetrag, den ihr im letzten Jahr gezahlt habt. Ganz, ganz wichtig hier an dieser Stelle, weil ich es immer wieder mitbekomme, dass es da Verwirrung gibt. Hier geht es wirklich um euer Unternehmen, also eure GbR. Es ist vollkommen egal, ob einzelne Gesellschafter, einzelne Beteiligte im letzten Jahr noch ein Einzelunternehmen hatte und da eventuell noch viel höhere Zahlungen geleistet haben. Hier wird wirklich nur auf die GbR geschaut. Das heißt, die Umsatzsteuer wird von der GbR geschuldet und nicht von den einzelnen Gesellschaftern. Und da zahlt ihr, wenn ihr im letzten Jahr mehr als 7.500 Euro Umsatzsteuer ins Finanzamt gezahlt habt, eine monatliche Umsatzsteuervorauszahlung. Wenn ihr zwischen 7.500 und 2.000 Euro Umsatzsteuer im letzten Jahr gezahlt habt, dann macht ihr diese ganze Umsatzsteuervoranmeldung quartalsweise. Und wenn ihr unter 2.000 Euro Umsatzsteuer im Vorjahr liegt, dann müsst ihr das unterjährig gar nicht machen. Was aber bleibt, ist die Verpflichtung, eine Umsatzsteuerjahreserklärung zu machen. Tatsächlich gibt es bei der Umsatzsteuer aber eine Vereinfachungsregelung. Und diese Vereinfachungsregelung heißt, die meisten von euch werden es wissen, Kleinunternehmerregelung. Unter bestimmten Voraussetzungen könnt ihr darauf verzichten, dass eure GbR Umsatzsteuer zahlt. Das geht immer dann, wenn ihr im Vorjahr unter 22.000 Euro Umsatz lagt und im laufenden Jahr voraussichtlich unter 50.000 Euro bleibt. Dann könnt ihr, auch wichtig hier an dieser Stelle, ihr als GbR könnt die Kleinunternehmerregelung wählen. Und dann weist ihr keine Umsatzsteuer auf euren Rechnungen aus, dann macht ihr keine Umsatzsteuervoranmeldung und müsst auch keine Umsatzsteuerjahreserklärung machen. Und damit kommen wir zur nächsten Steuerart, und zwar der Gewerbesteuer. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Die Gewerbesteuer muss auch von dem Unternehmen gezahlt werden, also von der GbR und nicht von den einzelnen Beteiligten, also nicht von den Gesellschaftern, sondern von der Gesellschaft selbst muss die Gewerbesteuer gezahlt werden. Aber nur, wenn ihr keine Freiberufler-GbR habt. Wenn ihr zum Beispiel drei Architekten seid und ihr schließt euch zusammen zu einer Architekten-GbR, dann seid ihr drei Freiberufler und dann wird eure GbR auch freiberuflich. Dann habt ihr tatsächlich mit der Gewerbesteuer gar nichts zu tun. Es geht also, dass eine GbR auch komplett freiberuflich ist, wenn sich da mehrere Freiberufler zusammenschließen. Wenn ihr aber keine Freiberufler seid, dann ist auch eure GbR eine gewerbliche GbR und das führt dann dazu, dass diese GbR gewerbesteuerpflichtig ist. Die Gewerbesteuer berechnet sich immer anhand des Gewinns. Das heißt, je nachdem, wie hoch euer Gewinn in der GbR ist, müsst ihr Gewerbesteuer bezahlen.
Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, hier gibt es einen Freibetrag von 24.500 Euro Gewinn. Das heißt, ihr zahlt erst Gewerbesteuer, wenn euer Gewinn über 24.500 Euro liegt. Und diese Gewerbesteuer, die erklärt ihr einmal im Jahr mit der Gewerbesteuererklärung. Die müsst ihr standardmäßig bis zum folgenden Jahr, bis zum 31.07. abgeben. Diese Frist 31.07. gilt übrigens auch für die anderen Steuerarten. Das heißt, 31.07. des Folgejahres gebt ihr eine Gewerbesteuererklärung ab, rechnet da euren Gewinn aus, zieht einmal 24.500 Euro ab. Wenn der Betrag dann 0 oder niedriger als 0 ist, dann müsst ihr keine Gewerbesteuer bezahlen. Aber wenn er dann höher liegt, dann müsst ihr tatsächlich Gewerbesteuer bezahlen. Wie hoch die Gewerbesteuer ganz genau ist, ist relativ schwer zu sagen, weil die Gemeinden selbst bestimmen können, wie hoch die Gewerbesteuer ist in ihrer jeweiligen Gemeinde. Das heißt, je nachdem, wo der Sitz deiner GbR ist, kann der Steuersatz für die Gewerbesteuer etwas höher oder etwas niedriger sein. Und wenn ihr als GbR standardmäßig Gewerbesteuer bezahlt, dann wird das Finanzamt bzw. die Gemeinde auch regelmäßig darauf bestehen, dass ihr quartalsweise Vorauszahlung für diese Gewerbesteuer bezahlt. Und die Termine für diese Vorauszahlung sind immer die gleichen Termine. Und zwar ist es einmal der 15. Februar, dann der 15. Mai, dann der 15. August, dann der 15. November. Du findest unten in der Videobeschreibung übrigens zwei Kalenderdokumente verlinkt. Das eine ist einfach so eine Jahresübersicht mit allen wichtigen Steuerterminen, die du beachten solltest. Und das zweite ist wirklich eine Kalenderdatei. Das heißt, diesen Kalender kannst du bei dir in deinem Kalender importieren und dann hast du die Termine für die Vorauszahlungen, für die Umsatzsteuervoranmeldung, für die Gewerbesteuervorauszahlung und so weiter, alle automatisch in deinem Kalender. Du kannst sie dir gerne einfach kostenlos herunterladen. Und damit kommen wir zur nächsten Steuerart und auch einer Besonderheit bei GbR. Und zwar, wenn du ein Einzelunternehmen hast, dann weißt du, dass die Hauptsteuerart, die du bezahlst, die Einkommensteuer ist. Und wenn du eine UG oder GmbH hast, weißt du, dass die Hauptsteuerart die Körperschaftssteuer ist. Und das Besondere bei einer GbR ist, dass du diese Steuerart nicht bezahlst. Genauer gesagt, du als GbR zahlst das nicht, sondern du als Gesellschafter. Deswegen habe ich bisher in diesem Video immer ganz genau gesagt, dass bei der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuer immer die Gesellschaft die Steuer bezahlt. Denn bei der Einkommensteuer ist das anders. Du musst selbstverständlich die Einkünfte aus der GbR versteuern. Das macht aber nicht die Gesellschaft selbst, sondern jeder Gesellschafter. Und zwar läuft das folgendermaßen. Du erstellst einmal im Jahr für die GbR einen Jahresabschluss oder eine Einnahmenüberschussrechnung. Und dann wird der Gewinn aufgeteilt. Das bedeutet beispielsweise, wenn du eine GbR hast aus drei Personen, die zu gleichen Teilen beteiligt sind an der GbR und eure GbR macht 90.000 Euro Gewinn. Dann erstellt ihr eine Steuererklärung, genauer gesagt, ihr erstellt keine Einkommensteuererklärung, sondern eine gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung. Und da steht dann drin, 90.000 Euro Gewinn, drei Gesellschafter, macht 30.000 Euro für jeden. Und diese 30.000 Euro, die nimmt dann jeder von euch mit in die persönliche eigene private Einkommensteuererklärung. Und da in dieser eigenen privaten Einkommensteuererklärung müssen dann die 30.000 Euro versteuert werden. Das führt also dazu, dass die Einkommensteuer nicht von der GbR bezahlt wird, sondern von jedem Gesellschafter persönlich. Und das führt dann auch automatisch dazu, dass man den Steuersatz einer GbR gar nicht bestimmen kann. Denn es könnte ja durchaus sein, dass der eine Gesellschafter dieser GbR einen persönlichen individuellen Steuersatz von 10% hat. Der zahlt dann auf diese 30.000 Euro nur 3.000 Euro Steuern. Und ein anderer Gesellschafter verdient noch an anderen Quellen einfach deutlich mehr und hat einen persönlichen Steuersatz von 40%. Und dieser Gesellschafter wird dann auf den 30.000 Euro Gewinnanteil, 40% von 30.000 Euro, 12.000 Euro Steuern bezahlen. Das läuft in der Praxis dann folgendermaßen. Ihr macht als GbR ganz normal eine Buchhaltung und habt als Ergebnis dieser Buchhaltung einmal im Jahr diese Einnahmenüberschussrechnung oder Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung. Und dann erstellt ihr keine Einkommensteuererklärung, sondern eine gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung. Das könnt ihr mit Elster Online machen, aber zum Beispiel auch mit Wieso Steuer. Da ist das Ganze ein bisschen einfacher. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, unten in der Videobeschreibung findest du einen ganz guten Deal für Wieso Steuer. Das heißt, da macht ihr dann die gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung und bekommt quasi als Antwort auf diese Erklärung den gesonderten und einheitlichen Feststellungsbescheid. Und in diesem
diesem Bescheid ist denn genau geschrieben, wie viel Gewinn welchem Gesellschafter zugeordnet wird. Und damit kannst du dann in deine persönliche Einkommensteuererklärung gehen, diese Werte eintragen und dann ja, das Ganze quasi so in deine Einkommensteuererklärung einfließen lassen. Standardmäßig wird bei einer GbR übrigens das Ganze nach Köpfen verteilt. Das heißt, wenn ihr 3 Gesellschafter seid, dann wird der Gewinn einfach durch 3 geteilt. Ihr könnt vertraglich auch was anderes regeln. Das ist aber ganz wichtig, dass ihr das natürlich dann in der Steuererklärung angeben müsst. Wenn ihr dazu keinerlei Regelungen getroffen habt und auch in eurem Gesellschaftsvertrag nichts aufgeschrieben habt oder ihr habt vielleicht gar keinen schriftlichen Vertrag, dann wird das immer durch Köpfe geteilt. Und auch hier kann natürlich das Finanzamt hingehen und Vorauszahlungen verlangen. Das heißt, wenn ihr regelmäßig Steuern bezahlen müsst auf den Gewinn, den ihr quasi mit der GbR erwirtschaftet, dann verlangt das Finanzamt von euch, ganz, ganz wichtig, nicht von der GbR, sondern dann tatsächlich von euch privat als Gesellschafter Einkommensteuervorauszahlungen. Und die sind auch quartalsweise fällig. Ich erinnere hier gerne nochmal an die Datei unten in der Videobeschreibung, gerne runterladen. Und zwar sind da die Termine andere als bei der Gewerbesteuer. Die sind nämlich am 10. März, am 10. Juni, am 10. September und 10. Dezember. Wenn du zu dem ganzen Thema, also GbR oder Steuern für GbR, noch Fragen hast, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du als Gesellschafter oder als GbR auf der Suche bist nach einem Bankkonto, einem Buchhaltungsprogramm, einem Rechnungsprogramm, einem Steuerberater und so weiter, dann schau dir unbedingt mal meine Empfehlungen unten in der Videobeschreibung an. Ich verlinke es dir natürlich auch gerne noch einmal hier und du könntest jetzt auch ganz direkt sofort einfach noch ein paar weitere Videos auf diesem Kanal anschauen. Da gibt es viele spannende Videos, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.